When We Are Adventure, ne? Kapitel 2. Ich begrüße euch auf meinem Kanal, ihr schaut Feuerbytes, ich bin's der Sascha und heute geht's weiter mit When We Are Adventures, Kapitel 2 steht an. Ihr habt das erste Kapitel verpasst, kein Problem, schaut gerne in die Videobeschreibung, dort findet ihr den Link zum ersten Video meiner First Impression und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen möchtet, nämlich zum Beispiel das dritte Video, was demnächst folgt von When, dann abonniert gerne meinen Kanal. Dann bekommt ihr mal eine Info und seid immer auf dem neuesten Stand. Ich spiele das Spiel jetzt wieder mit der Quest 2 via Virtual Desktop. Ich habe ein neues Setup, das läuft besser, smoother. Ihr werdet es sehen. Ich war begeistert und ich hoffe, ihr seid auch mit dem Video begeistert und ich will auch gar nicht mehr viel rumschnacken. Ab geht's, Kapitel 2, When We Are Adventures. Viel Spaß! So, ich bin wieder ein When Adventure, ne? Toxic, Spielstand, Laden 5%, habe ich ja noch einiges vor mir und dann schauen wir mal. Ja, ich habe bei mir auf dem Discord so und auch bei uns in der Facebook-Gruppe gibt es so vereinzelt Probleme mit When We Are Adventure mit Virtual Desktop. Ja, ich spiele es ja gerade mit Virtual Desktop und ich habe jetzt, glaube ich, so einen kleinen Lösungsansatz gefunden, weil ich konnte es gerade auch nicht starten, muss ich gestehen. Also es hat nicht funktioniert, wie bei vielen anderen oder bei einigen anderen auch. Und das lag daran, meine Rift S habe ich abgekoppelt. Ich habe diese jetzt reingesteckt, weil für das andere Spiel muss ich es rausziehen. Sonst läuft sie bei Virtual Desktop nicht, weil die Rift noch angeschlossen ist. Und bei When We Are Adventure ist es genau umgedreht. Also die Rift muss mit angeschlossen sein, sonst meint die Oculus Software, es gibt kein VR-Headset und er startet das Spiel nicht. Also das nur so am Rande. Gut. So, Select Mission ist natürlich 2 und dann würde ich sagen, ab dafür. Ich habe übrigens jetzt den Honor-Router, den habe ich schon mal angesprochen. Also ich habe jetzt ein eigenes WLAN-Netz nur für die Oculus Quest 2. Ein Wi-Fi 6-Netzwerk und ich bin mal gespannt, ob es jetzt, was das Ruckeln und Zuckeln zwischendurch angeht, ob das jetzt wirklich weg bzw. komplett minimiert ist. Wow, das sieht geil aus. Das sieht geiler aus wie die erste Mission. Super begeistert. Keep your eyes open and remember that Ekis could be hiding anywhere. So, ich meine, man kann jetzt auch irgendwie rückwärts laufen. Ich habe da irgendwas gehört. Das sollte via Update kommen. Wir probieren das gleich mal. Nein, ich kann nicht rückwärts laufen. Okay. So, dann schauen wir mal. Das sieht fantastisch aus, Leute. Also ich mag es ja, wenn es ein bisschen heller ist. Der andere Level war ein bisschen dunkler, ne? Einfach mega. Ich liebe dieses Spiel. Da ist was versteckt. Was war das denn? Das hebt ab hinter mir. Das war das Raumschiff. Okay. So. So, das nehmen wir natürlich hier mit. Auch da hinten ist wieder was versteckt. Auch dieser Sand, der da so weht. Ne? Richtig toll gemacht, Leute. Ja, ein Drehstuhl empfiehlt sich hier für das Ding. Was ist das denn? Da war ein Secret. Da unten ist auch einer. Guckt mal, Leute, den kann man aber ganz schnell übersehen, ne? Also man muss wirklich überall schauen, ob irgendwo was ist. Okay, weiter geht's. Wie soll man denn da hinkommen? Kann ich einfach dahinter fallen? Geht. Bin gespannt, wie lange dieses Kapitel wieder geht. Da komme ich nie rüber. Oder muss ich da irgendwie hin? Da passiert gleich bestimmt was, ne? Geht mal von aus. Ist da was? Ja, da kommt was angeflogen, ne? Gigantisch, Leute, richtig toll. So, da ist nix, ne? Kein Mannequin. Der fährt mich da rüber. Schaut euch das an. So, sonst ist aber nirgendwo Mannequin, ne? Ich sehe keins.
Zack. So, Checkpoint. Ach, jetzt kommen wieder diese Giftviecher, ne? Okay, ich kann vor diese Windmühle springen, habt ihr gesehen? Gut, dass ich vorher einen Checkpoint gemacht habe. Ach. Gut, dann warten wir jetzt. Er macht jetzt Gift, ne, genau. Und jetzt warten wir. Das gibt's doch nicht. Ja, wenn das so weitergeht, dauert es ein bisschen länger, bis ich hier durch bin. Geduld haben, Geduld. Also jetzt hier nicht mit Gewalt, das bringt nichts. Ne, gerade bei Jump'n'Runs. So. Ist er weg? Ist er weg. Okay, ich habe keinen Checkpoint. Wenn ich jetzt... Guck mal, da die Tentakeln, cool, ne? Wenn ich es jetzt hier verkacke, muss ich das nochmal machen, ne? Muss man da wieder komplett zurück, um das alles mitzunehmen? Es sieht fast so aus, ne? Okay, ich versuche mal jetzt hier keinen Scheiß zu machen. Ach, ich hab's mir gedacht, Leute. Jetzt muss ich wieder an diesem Giftwurm hier vorbei, ne? So. Vielleicht nicht ganz so lange zögern. Hab's geschafft, okay. Da ist ein Checkpoint. So, tun die Tentakel mir was? Ich weiß es nicht. Okay, das sieht man jetzt so ein bisschen mäh, ne? Weil da ein bisschen was im Weg ist. Ist da was drauf auf dem Schiff? Mach einfach mal hier so aus. Lux und Dollerei, ne? Jetzt bin ich ins Wasser gesprungen. Ich habe das jetzt von der Perspektive aus nicht gesehen. Das sieht man jetzt so ein bisschen blöd, ne? Wo muss ich abspringen? Okay, jetzt passt es. Okay, hab ihn. Ach, wieder dieser blöde. Okay, weg ist er. So. Oh, guck mal hier. Kann ich hier noch so einsammeln? Das geht nicht, ne? Also die jetzt so zu treffen mit dem Springen, ich habe da gerade so ein bisschen Probleme bei, ne? Aber es läuft jetzt mega flüssig über Virtual Desktop, muss ich sagen. Da huckelt nichts, da stuckelt nichts, der Sound ist toll. Wieder so ein Freund, wie viel habe ich? Sieht so aus, wie dass ich bis jetzt jeden mitgenommen habe, ne? Jetzt müsste ich ja noch irgendwie hier hochkommen, ne? Weiß noch nicht wie. Weiß ich, komm, da komme ich nicht hoch, ne, oder? Oder von da? Weil da hinten war ja auch noch was, ne? Oder ist das nur so Beiwerk? Ne, das ist nur Beiwerk, ne? Ich müsste eigentlich irgendwie hier hochkommen können. Weiß nicht wie. Ja, erstmal den Checkpoint. Also ich springe jetzt erstmal da drauf. Macht ja vielleicht Sinn, aber ich sehe nicht viel. Aber ich komme hier nicht hoch. Nicht runterfallen, bitte. Jetzt fällt er doch runter. Okay. Ah, warte mal. Ich muss bestimmt hier auf diesen Pfosten, dann komme ich auf den Pfosten, ne? Irgendwie so. Aha. Geht doch. Gut, mitgenommen. Aber jetzt darüber macht keinen Sinn, ne? Oder? Ne. Das öffnet sich. Das sieht wieder grandios aus. Jetzt müssen wir schnell da hoch. Der hat mir wieder so eine Bombe hier hingeschmissen.
So. Ich liebe dieses Spiel und ich liebe es. So, wir schauen mal einmal, ob noch irgendwo Figuren sind. Da hinten ist gleich was, da kann man nochmal rüber, wenn man möchte. Da hinten ist wieder so ein kleiner Freund. So. Okay, jetzt muss ich auch... Ich bin gestorben. Wie das jetzt erst? Muss ich das alles nochmal machen? Ja, mal auf das Ding hier, komm. Da war es so schön, mal nochmal. Wieso ist denn der jetzt gestorben hinten? Okay. Aber soll mir ja recht sein, ne? Das muss ich wirklich gucken, diese Tentakeln können mir jetzt was. Jetzt hat er mich berührt. Tatsache. Es wird ein bisschen schwieriger, ne? Ja, irgendwie konnte man... Genau, das habe ich voll vergessen. Ich konnte ja noch hier so einen Trick machen. Genau, okay. Ja, es ist natürlich immer, wenn man die Spiele so lange nicht weiterspielt. Ich finde da gerade nicht so... So, jetzt ist es gefährlich. Jetzt nicht mehr, okay. So. Jetzt ist er gefährlich, ne? Jetzt nicht mehr, okay. Nehmen wir erstmal den kleinen Freund hier wieder mit. Bis jetzt habe ich, glaube ich, alle. Wo der eine ja gerade wirklich ganz toll versteckt war. Kann, ne? So, hier sehe ich jetzt nicht so genau, wo ich springen darf und wo nicht. So. Ich warte nochmal einmal. Besser ist das. So. Da warte ich auch nochmal. Wie gesagt, Jump'n'Runs, echt nur mit Geduld, Leute. So, da kann man auch noch hoch. Kann man, muss man aber nicht, aber ich mach das natürlich. Ach, jetzt wollte ich diesen coolen Move machen, aber ich hab's ja mitgenommen. Und die Kisten, die man mitgenommen hat, sind jetzt weg, ne? Außer diese goldenen, ne? Diese besonderen, die da. Die bleiben. Also die kommen dann wieder als hier so, möchte gern Kisten oder was, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wie ich hier gerade... Ach Leute, was war das denn? Ach komm, mir nicht so viel Faxen machen, einfach mal jetzt. So. Habe ich. So, ich gehe da natürlich hin. Und irgendwas ist da, glaube ich, ne? Nee, komm, einmal noch mal warten. So, das ist aber kein Freund, ne? Nein. Ich warte noch mal. So. So, gibt es irgendwo einen Checkpoint, bevor ich jetzt hier wieder... Wenn ich jetzt daneben springe, kann ich den ganzen Kram nochmal machen, ne? Der ist am Angeln, Leute. Ich wusste es, aber ich habe ihn mitgenommen. Was ist denn heute los? So. Ja, den da oben nehme ich nochmal mit, das ist Blödsinn. Den kleinen Freund habe ich. Ach, warum springst du denn nicht auf das... Oh. Ja, tut mir leid, Leute.
Nicht da in die Giftwolke laufen, komm. So. Kiste lassen wir jetzt Kiste sein, weil ihr seht, ich springe überall hin, nur nicht da, wo ich soll. So, habe ich. So, ein Checkpoint hätte ich gerne, Leute, ein Checkpoint. Da oben ist einer, ne? Okay. Ja gut, den soll ich mitnehmen jetzt. Habe ich. Haben wir auch. Aber die Checkpoints sind schon fair gesetzt, oder? Da verfolgt mich wieder so ein Ding hin. Er hat mich gefangen, ich war zu langsam. Da liegt einer, guck mal, der ist hier voll, er macht hier einen auf Urlaub. Und eigentlich ist er ja gefangen, ne? Ja, habe ich. Da oben ist auch einer. Okay, ich hab noch mal diesen Special Move gemacht. Ich vergesse den immer. Du bist hier voll am Pennen. Wie komme ich denn da hin? Also darum? Darum. Okay. Da kann man auch hoch, ne? Jetzt hin, ne? Jetzt hab ich Scheiße gemacht. Ah, doch, geht noch. Komm. Der war doch schön, oder? So, ich hab's wieder raus so ein bisschen. So, jetzt geht's doch langsam. So, jetzt ist die Frage, muss ich jetzt unten rum oder wie läuft das? Hinten geht's nicht her, ne? Nö. So, den kleinen Freundchen möchte ich natürlich gleich mitnehmen. Ach, ich hätte es fast geschafft, dieser Giftwolke dazu entkommen. Wo war denn der Checkpoint? Hallo? Da oben? Ach nö. So. So, ihr seht, ich habe wieder ein bisschen besser raus und jetzt läuft es auch wieder ein bisschen besser. So, weiter geht's. Komme ich nicht direkt hier rüber? Nee, ne? Ich glaube, das funktioniert nicht, ne? Nee. Ja, mach dein Gift da. So, da ist ein Checkpoint, das ist erstmal gut. Wie komme ich denn jetzt hier rüber? Ach, da, ne? Genau. Aber selbst wenn es so weit weg ist, ist es echt noch gut spielbar, muss ich sagen. Ne? Also mir gefällt die zweite Welt auf jeden Fall besser wie die erste. Sehr viel besser sogar. So, der Checkpoint weiß. Was du denn her? So, nehmen wir natürlich hier den kleinen Urlaubsfreundchen mit, ne? Hier, Urlaub vorbei. So. Zwei fehlen mir. Irgendwo war noch einer, genau da. Komm her. So, da ist wieder ein Checkpoint. Nehmen wir natürlich mit. So. Ja, der Start war ein bisschen schwach diesmal, ich weiß. So. Und die grafischen Effekte sind echt toll. Jetzt fehlt mir ein so ein Freund, ne? Wo ist der denn?
Also ich sehe nichts. Ist da was? Hm. Irgendwo muss ja noch einer sein, ne? Bevor die Tür bei aufgeht. Wo bist du? Ach, da. Hallo? Wo ist er? Da. So, irgendwie muss es jetzt da hochgehen. Da habe ich. Hier gibt es ja wieder keinen Checkpoint. Ah, jetzt ist es ein bisschen tricky, ne? So. Da ist aber echt kein kleiner Freund oder sowas, ne? Okay, hier ist die Optik jetzt so ein bisschen blöde, ne? So. Achso, jetzt gehen beide Türen auf. Da ist der kleine Freund. Okay, ich habe keinen übersehen. Dann werde ich diesen jetzt komplett completen. Das finde ich cool. Voll, alle 10. Leben habe ich 43, also... Die Kisten nehme ich natürlich auch noch mit. Okay, da kommt wieder so ein... Gerade noch geschafft. Okay. Sollen wir die auch noch mitnehmen? Ich werde es bereuen. Ich wusste es. Also ah, nee, nochmal nehme ich es jetzt nicht alle mit, Leute. Okay. Ich habe auch immer noch nicht so wirklich verstanden, warum ich die alle mitnehmen soll. Da ist wieder mein Raumschiff. Great job. My scanner has detected Nelson's ship. We're on our way there. Nobody knows what this madman has left behind to slow us down. Geschafft. Dann schauen wir mal, was ich bekommen habe. Alle 10 natürlich. Zack. 144, 109. Tschüss. Also fehlen mir ein paar, ne? Aber ruhen fast alle Leute. So, und dann kommt das Ship of Doom. Und das gucken wir uns natürlich im nächsten Video an. Trotzdem möchte ich natürlich zu der zweiten Mission noch ein bisschen was sagen. Also bitte dranbleiben. Bis gleich, Leute. So, das zweite Kapitel von When We Adventure habe ich hinter mir gebracht und ich bin immer noch restlos begeistert. Super tolles Spiel, alles knuffig, alles fluffig. Ich fand das zweite Kapitel jetzt sogar besser wie das erste, muss ich sagen, weil die Welt ein bisschen heller war, ein bisschen fröhlicher war. Das trägt ein bisschen zur Stimmung bei so einem Jump'n'Run. Es lief wirklich mega butterweich jetzt mit Virtual Desktop mit meinem neuen Honor Router, ja. Kann ich nur empfehlen, das Ding. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare, können wir gerne drüber diskutieren. Ja, dann hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß, ne? Und wenn ihr das dritte Video natürlich nicht verpassen wollt von When, dann abonniert jetzt gerne meinen Kanal, dann bekommt ihr eine Info, wenn das Video online geht. Wenn ihr das erste Video verpasst haben solltet von When, in der Videobeschreibung, wie gesagt, findet ihr das, könnt ihr euch jetzt gerne noch anschauen. Dann lasst mir ein Däumchen da, ich habe alles gegeben und dann sage ich nochmal danke fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Abend und eine schöne Woche, wie ihr das von mir gewohnt seid. Bis zum nächsten Video, euer Sascha. Haut rein, Leute. Ciao.